Siehst du das auch? Ja. Der kriegt einen gefährlichen Angriff in den Straßenverkehr. Missachtung der Mindestflughöhe. Das heißt, er kommt in den Bau. Mach die Durchsage bitte. Er soll rechts anhalten. Wunderschönen guten Tag, das LSPD. Bitte einmal anhalten, den Motor abschalten und der Fahrer kommt zu uns an die Beifahrerseite. Alter Scheiße! Am besten, er geht immer hinter sein Fahrzeug, weil wenn er eine Waffe zieht, dann können wir den rumfahren. Stellen Sie sich einmal hinter Ihr Fahrzeug, die Hände können Sie runternehmen. Stellen Sie sich einfach... Bitte nicht schießen, bitte! Ja, noch haben wir keinen Grund dazu. Schönen guten Tag, Los Santos Police Department, Captain Cooper mein Name, neben mir der Kollege Beutel. Könnten Sie bitte einmal ausstehen? Okay, okay, bitte, alles in Ordnung, ja. Ja, ich weiß, dass alles in Ordnung ist. Naja, zumindest bei uns. Ich hätte gerne einmal Ihren Personalausweis und das Lizenzbuch, bitte. Ich bin noch ein bisschen geschockt, warten Sie. Das kann ich mir gut vorstellen, so wie Sie gejumpt sind. Haben Sie den Jump gesehen? Ja, und ich bin begeistert. Ja, ich bin Meisterfahrer. Ja, und ich bin Meisterpolizist in dem Sinne. Herr Bonnenmann. Genau, die Bonnen. Sie essen doch gerne Bonnen, oder? Ja, genau. Da kann der Po mal gut grinsen. Genauso wie bei Linsen. Naja, ich werde einmal React überprüfen. Ja, dann tun's. Sie wissen, warum wir sie hoffentlich angehalten haben. Ab wegen meines Stunts, ich denke. Und ja, dort kein Kennzeichen. Zudem sind sie abseits der Straße gefahren. Sie zeigen meinem Kollegen einmal Verbandskasten und Reparaturkit. Natürlich. Natürlich. Ah, die Donuts sind doch wichtiger als die scheiß Reparaturkasten. Nee, Reparaturkasten gehört dazu, der Herr, ne? Wo sind also, die, ne? Wo ist denn der? Ja, der... Ich hatte Hunger, deswegen habe ich lieber Donuts gekauft. Okay. Das finde ich sehr gut. Ja, kommst du noch einmal mit dem Kollegen mit mir? Nach hinten kurz eben. Ja, Reparaturkasten fehlt. Unglaublich, ehrlich, unglaublich. Ja, wenn man Hunger hat auf Donuts, leider muss man sich entscheiden im Leben. Ja. Dann müssen sie halt hungern. Nein. Ja, was soll ich machen? Ja, ja das sieht jetzt sehr, sehr schlecht für Sie aus, Herr Bonnenmann. Ja, vielleicht belasten wir es nachher eine Verwandlung, mündliche. Ja, oder nicht? Bonnenmann 2, haben 10, 26 mit schwarzem Dominator. Das ist ein gefährlicher Angriff in den Straßenverkehr, den Sie begangen haben, das wissen Sie aber, oder? Ah, da fährt hier eh nicht, in der Wüste darf man ja nicht fahren. Ich hätte niemanden erwischen können. Das sagen Sie, aber man fährt ja nicht nur in der Wüste, sondern man kann ja auch laufen. Außerdem sind Sie, so wie ich das mitbekommen habe, auf Höhe der Staatsgefängnis Aus- und Einfahrtsstraße gesprungen. Ist das richtig? Nein. Sondern? Du was erzählt? Wollen Sie mich eigentlich verarschen? Ich habe einen Sprung gemacht, ich habe diese Straße nicht berührt, nicht einmal. Ja. Und das ist nämlich der Fakt. Wären Sie dazu für runtergekommen, dann, Niemals, ich wäre dann zu früh runtergekommen. Ja, niemals, sagen sie alle. Ja, und dann sind sie unten. Fragen Sie mal den Cargobob-Piloten. Der dachte auch, der wäre da oben sicher. Und dann ist er auf einmal irgendwie runtergefallen. Ich weiß auch nicht. Ja, das war ein Geisterflieger. Ja, ja, klar. Falsche Fahrbahn wahrscheinlich. Ja. Ja, klar. Ja, wir müssen sie deswegen festnehmen. Oder ja. Bitte einmal die Hände nach oben. Ich habe nichts gemacht. Ich werde Ihnen jetzt Handschellen anlegen. Lassen Sie mich doch mein Auto wenigstens zuschließen. Ja, na warten Sie erstmal. Wir legen Ihnen erstmal die Handschellen an. Wenn Sie jetzt auch keine Faxen oder sowas machen, wissen Sie ja selber, sind Sie ja kooperativ. Ne? Dann erhalten Sie auch eine Strafminderung. Außer Sie bekommen jetzt hier noch exzessives Mauljucken oder dergleichen. Und das hoffen wir natürlich, dass Sie das nicht bekommen.
So, ich werde Ihnen einmal Ihre Rechte vorlesen, der Herr. Alles, was Sie sagen kann. Nein, ja, Herr Bonnmann, ich nehme da einfach mal so einen Donut, ja? Natürlich gönnen Sie es mit Spezialgesell. Mm. Ja, wunderbar, wunderbar, alles klar. Ja, durchsucht Darwin, was soweit alles. Ja, dann, ich setze mich mal als Beifahrer ein. Ich muss mir das Auto sowieso angucken, ich wollte mir das auch mal kaufen. Und dann können Sie Ihr Auto zuschließen. Ja, finde ich gut. Okay, danke. Nicht das. Ja, ist ja ein sehr schönes Auto hier, Mann. Das sieht echt edel aus. Ach komm, ich sicher, ich nehme die Donuts mit. Ja, nehmen Sie die Donuts mit. Da gibt's nämlich nichts zu fressen. Genau, ne? Das habe ich gehört. Okay, ist zu hier, der Officer. Ja, wunderbar, alles klar. Naja, ich sag Ihnen so, wie es ist. Ja? Das Auto ist echt schön. Tolles Auto. Gefällt mir. Wussten Sie, dass Sie es zum Taxi machen können? Ja, ja, das wollte ich, das hatte ich vor, weil indische Taxifahrer kommen immer gut. Ja, klar. Ja, ich denke, Sie wissen ja, wie das Ganze funktioniert. Natürlich, ich war heute Morgen schon. Was? Ja, toll. Das gibt's ja wohl nicht. Was haben Sie denn gemacht? Ich wollte jemanden rausholen, ein guter Kollege. Ja. County 1, Q3, okay. Staatsgefängnis, Ende. Ja, wollte ich dort machen. Ja, ne? Ja, was ist schnell, Leute? Ist Butchie 2, kurz 6 am. Aber leider bin ich so Profi mit Schweißgerät. Achso, ja, gut. Hat zu lang gedauert. Ja. Naja. Bahn 2, 1026 haben wir für Park. Ende. Kollege, wenn wir kurz im SG sind, dann müsste ich eine kurze Pinkelpause einlegen, ja?